Wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist, sondern wir sehen die Welt so, wie wir sind. Das heißt, wir können Unterschieden erlauben, da zu sein, denn wir sehen die Welt nicht so, wie sie ist. Das heißt, wir haben kein realistisches Bild der Welt, denn unsere Wahrnehmung wird gefiltert durch unsere Erfahrung, unsere Konditionierung, unsere Weltbilder, unsere Normen, unsere Erziehung, unsere Kultur und so weiter. Das eine können wir erkennen. Wir können erkennen, welche Weltbilder daran falsch sind, können Verbindungen zu unserem Inneren aufnehmen und dieses Weltbild ändern oder die Prinzipien, nach denen wir leben, ändern. Das ist natürlich möglich, aber dennoch sind es dann Prinzipien, nach denen wir immer noch leben, wo wir denken, die sind wahrer als die Prinzipien, die wir vorher hatten. Das ist völlig in Ordnung, aber es sind immer noch Prinzipien, die gegebenenfalls oder meistens abweichen von denen Prinzipien der anderen Menschen. Das heißt, wir können diesen Unterschied zu anderen Menschen akzeptieren und annehmen und ihn als toll herauskristallisieren. Wir können nämlich dann sagen, es gibt keinen Menschen, der Recht hat. Es können zwei oder mehrere Menschen gleichzeitig Recht haben. Das heißt, wir verlieren diesen Drang, immer Recht haben zu müssen. Wir können erkennen, dass derjenige die Welt sieht, wie er ist, und man selbst die Welt sieht, wie man selbst ist, und somit beide Realitäten zutreffen können, weil niemand die Welt so sehen kann, wie sie wirklich ist. Somit können wir Mitgefühl entwickeln und brauchen unser Ego, oder unser Ego wird nicht mehr so stark hervorgerufen und muss etwas verteidigen, wo wir denken, es ist das einzig Wahre, das ist das Nonplusultra. Also, das ist eine kleine Lehre, wenn man das immer erkennt, dass jeder ein eigenes Weltbild hat, dann hat man Mitgefühl und dann kann man seine Weltbilder mit anderen kombinieren und kann vielleicht sogar für sein Weltbild noch was herausholen dabei, etwas dazulernen. Dann ist man nicht mehr so versteift auf seine Meinung, auf sein Weltbild. Also das macht einen viel freier und auch offen für dafür zu lernen und auch viel offener im Umgang mit anderen Menschen, was auch die Beziehung zu anderen Menschen verbessert. Und natürlich das Vertrauen stärkt. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.